Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zum großen Champions League Finale hier bei MFC 24. Mit Arsenal London spielen wir gegen den FC Bayern München. Lasst uns reingehen ins Spiel. Wir schauen mal hier erstmal, was wir jetzt Aufstellung machen können. Wir haben ja beim letzten Mal unglaublicherweise dann doch 3:0 gegen Man City gewonnen und damit die Hinspielniederlage aufgeholt und deswegen völlig verdient hier im Finale. Und wir gucken uns jetzt mal an, wer denn von den Spielern vielleicht, die verletzt waren, wieder zurückkommen. Hoffentlich ist es jemand. Havertz, ja, der ist noch nicht so weit. Während hier Martinelli zumindest für die Bank eine Möglichkeit wäre. Er ist hier ein bisschen angeschlagen, das sehen wir an dem Pflaster. Aber den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Da würde ich auf jeden Fall ihn für Partey bringen, also zumindest mit auf die Bank setzen. Das wäre dann durchaus eine Option. Da würde ich aber auf jeden Fall nicht mit anfangen. Ich hatte die Überlegung, ob wir Saka wieder auf rechts setzen. Das hat mir auf jeden Fall besser gefallen, was er da gemacht hat. Nelson zuletzt ja nicht ganz so stark. Ja, aber wir lassen ihn mal einfach auf links spielen. Smith Rowe hat mich ja auch überhaupt nicht überzeugt. Wir werden mal schauen, was hat er eigentlich so für Vorzüge. 81er Dribbling, die Physis. Wir vergleichen das mal ganz kurz mit Nelson. Nelson hatte auf jeden Fall ein höheres Tempo, Schüsse etwas schwächer, Passen auch etwas schwächer, Dribbling eigentlich auch schlechter. Eigentlich ist natürlich Smith Rowe leider der bessere Spieler, aber er hat mich echt nicht überzeugt. Also von daher, ich würde dabei bleiben, bei der Aufstellung, so wie wir es jetzt haben. Taktisch, ja, wir haben gegen die Bayern ja jetzt noch nicht gespielt, aber das ist so unser Spiel. Direkter Ball auf, direkter Pässe, schneller Spielaufbau. Wir werden in der Tiefe nur ein bisschen respektvoll rangehen und da mal auf die 55 zurückgehen. Ich denke mal, das sollten wir machen und dann lass uns mal reingehen ins Spiel. Ich bin gespannt. Champions League Finale, Wembley Stadion, FC Arsenal gegen Bayern München. Wir nehmen wie immer die Emotionen mit, vielleicht ja heute im Finale mal ein bisschen mehr. Viel Spaß. Sind natürlich neutral gehalten, obwohl wir ja quasi Heimspiel haben, aber natürlich sollte das Ganze neutral sein. Anstoß haben wir in unseren roten Trikots, die Bayern also in schwarz. Auf geht's. Saka. Boah. Kane. Der hätte uns natürlich heute gerne einen eingeschenkt. Oh, da ist er auch direkt durch. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Ah ja, hat ihn. Boah. Direkt erste Riesenchance für Kane, der ja in der Torschützenliste auch ganz oben steht. Das hatten wir beim letzten Mal angeschaut. Lewandowski war da zwar die Eins, aber oh, das war ein Katastrophenpass. Wir müssen jetzt erstmal reinkommen hier, Leute. Das ist jetzt gerade das größte Anliegen. Da geht Coman über die Seite. Relativ alleine jetzt zumachen da. Oh, gut nochmal von White geblockt. Hui, zwei gute Szenen direkt für die Bayern. Das nach 6 Minuten. Sané jetzt mit der Ecke. Kommt kurz auf Coman. Ah, der Schuss war da nix, auch nicht abgeblockt, deswegen Abstoß. Ja, erstmal ins Spiel kommen. Ne? Wir waren noch gar nicht über die Mittellinie, oder? Nicht so wirklich. Na jetzt wenigstens. Odegaard, der ist stark. Wenigstens einer, der von den starken Mittelfeldspielern da zur Verfügung steht, wenn schon Havertz fehlt. Der fehlt wirklich. Aber Viri hat natürlich 2 Tore gemacht. Müssen wir auch so sehen im letzten Spiel. Von daher wollen wir ja gar nicht meckern. Coman wieder. Der ist schnell. Das wissen wir schon. White ist hinterher. Ah, da hätte ich noch was gehabt, den Zweikampf. Gabriel und Sané mit einem Seitfalls hier. Heidewitzka. Nächste große Chance für die Bayern. Richtig starker Auftakt hier vom deutschen Meister. Saka. Jetzt mal über White. Der lange Ball auf Odegaard, der im Abseits. Nein. Okay, ja. Weitermachen. Komm an. Die Bayern hindern uns daran, einen Spielaufbau zu machen. Wir müssen uns daran konzentrieren oder darauf fokussieren, was wir gegen Menu ja gut gemacht haben. Wir haben uns da immer wieder abgewechselt im Ballbesitzspiel. Wir haben dadurch sehr stark im Pressing. Haben dafür viele Bälle geholt. Hier jetzt aber über die Allseite. Kané! Ah ja, naja, wir kriegen einfach die Bayern nicht im Griff.
Sollten wir vielleicht mal ein bisschen die defensivere Variante wählen. Wir schauen mal eine kurze Zeit lang. Oh, White. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass ich den Ball habe mit White. Und der Chinese war es, glaube ich. Naja, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Egal. Aber sowas von drüber. Das ist auch Abwehrspieler, ne? Muss man ja auch sagen. So. Schön. Odegaard. Vieira, das war ein Foul, aber Freistoß, Vorteil meine ich. Schön gespielt, Odegaard jetzt, Odegaard. Jetzt auf Nelson, warum macht er jetzt die linke Seite? Eigentlich hat er mit Saka gewechselt. Hat er es nicht übernommen? Mal gleich nochmal gucken. Saka ist nämlich auf der Seite da draußen, aber jetzt erstmal wieder aufpassen, Musiala. Oh, spielt auf Kane. Der ist wieder durch. Oh, wieder knapp. Ich möchte mal eben gucken, ob er das übernommen hat. Anscheinend nicht. Strategie bestätigen. Zurück. Okay. Jetzt aber. Daran wird es gelegen haben. Saliba. Man muss sich immer die positiven Dinge sehen. Da ist Saka auf seiner Seite. War der nicht vorhin am Anfang auch mal da? Egal jetzt. Auf jeden Fall jetzt der... Der Pass war... gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Den Zweikampf. Wir kommen hier auch nicht in die Zweikämpfe. Ganz im Gegenteil zum City-Spiel. Wieder Kane. Gar nicht vom Ball zu trennen. Sané. Oh, Raya, unser Torhüter. Wenn der heute nicht wäre, der macht ein klasse Spiel. Wie kriegen wir die denn jetzt bitte schön im Griff? Coman erstmal geblockt, aber... Musiala abgefälscht von Saliba, deshalb Ecke. Nächste Chance für die Bayern. Gabriel mit dem Kopf. Musiala. Oh, und Gabriel fälscht wieder ab und der Torhüter lässt ihn ins Ausgehen. Die sich doch einfach nehmen können, okay. Puh, wir sind hier einigen... Schwierigkeiten ausgesetzt nach einer halben Stunde. Die klar bessere Mannschaft, die Bayern, da müssen wir gar nicht drüber sprechen. Ich gehe nochmal hier in die Taktik rein, ob wir irgendwas Pressing nach Ballverlust, langsamer Spielaufbau, vielleicht sollten wir da mal schneller gehen und Ballbesitz dann die direkten Pässe nehmen, so wie wir es eigentlich kennen. So würde ich es machen. Auf geht's. Wollen wir dem versuchen, mal unser Spiel aufzudrängen? Vielleicht ist das eine Option. Kann ja nur besser werden, ne? Rice auf Jesus. Der hier durch. Vieira ist durch. Boah, endlich mal, ja. Da sind wir doch. Da sind wir doch online. Boah, nimmt uns Sonner den Ball weg. Aufpassen, Musiala. Coman, der ist schnell und dribbelt. Oh, weg damit. Aber doch nicht zu Sané. Falsche Taste, ich wollte ihn rausmachen. Da gibt es Geld für Goretzka im Nachhinein. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, für was. Schauen wir mal. Hier ist er an Rice reingestiegen. Okay, kann man unterschreiben. 38. Minute, noch 5 Minuten bis zur Pause. Wir haben immerhin mal den ersten Angriff nach vorne gebracht und uns auch die erste Chance erarbeitet. Das gibt doch erstmal Mut. Odegaard. Schön auf Vieira, der geht da durch. Rice und Jesus. Hätte ich doch andersrum schießen sollen. Verdammte Hacke. Chancen aber häufen sich. Jetzt Sané. Die sind brandgefährlich. Brandgefährlich. Muss hier... Ah! Gabriel fast den Ball gehabt. So, komm noch einmal nach vorne jetzt hier. Odegaard. Ja, ist ja schön. Jesus, der ist aber alleine. Genau da muss der rein, aber er kommt nicht rein. Komm, nochmal Drampf machen, aber jetzt ist Halbzeit. Okay, mit der Umstellung ist es ein bisschen besser geworden, finde ich. Also von daher zwei Chancen gehabt. Oder drei, wenn man die letzte Chance da gerade nochmal noch Jesus sieht. Der bleibt zwar hängen mit dem Schuss, aber wenn wir da sofort schießen, anstatt auf den anderen Fuß,
sähe das hier vielleicht ganz anders aus. Wir gucken uns die Spielinfo an. 53% Ballbesitz für die Bayern. 15:2 Schüsse. Okay, wie gesagt, es ist bei uns definitiv besser geworden. Ich würde gerne mal in die Leistung reingehen und mal gern schauen, wer denn da vielleicht nicht ganz so gut spielt. Da sind schon ein paar dabei, würde ich sagen. Nelson überhaupt nicht zu sehen. Dann würden wir jetzt Roth bringen, würde ich mal sagen. Die letzte Zeit, ja. Das ist aber der einzige Wechsel, den wir machen. Roth hat die ganze Zeit nicht gespielt und kriegt jetzt eine ganze Halbzeit. Ach, Martinelli haben wir ja auch. Komm, wir bringen Martinelli. Der ist auch richtig gefährlich. Er ist zurück. Eine Halbzeit wird es klappen. Auf geht's. Wenn ich jetzt, wann dann? Mit Martinelli meine ich. Boah, schade, beinahe. Roman, ja, schön von White. Ein Wurf für die Bayern. Schön den Ball geholt. Jetzt aber auch aufpassen. Erstmal raus damit, Saliba. Ah, schön, Martinelli, aber keiner da. Dann muss er selbst wieder hin. Zinchenko, Odegaard. Schön. Schön gespielt. White. Oh. Zerfahren jetzt das Ganze. Und jetzt der Pass aus auf Coman. Der ist schnell, macht's nicht alleine. Das wäre wahrscheinlich noch gefährlicher gewesen. Jetzt aber. Boah, Raya ist da mit einer Hand. Ich glaube, der wäre gar nicht ungefährlich gekommen. Ecke Sané. Wieder kurz gespielt. Da geht er trotzdem durch. Außennetz. Wenn ich sage, ich habe mich defensiv verbessert, dann heißt das natürlich nicht, dass ich gut bin. Aber es ist auf jeden Fall besser geworden. So, komm. Kurz da. Aufbauspiel. Gabriel auf Rice. Der schön auf Vieira. Lange Zeit nicht zu sehen gerade. Jetzt raus auf Zinchenko. Der auf Martinelli. Der kann vielleicht auch mit rechts. Jesus doch beinahe noch dabei. Wieder Gabriel mit dem Kopfball gewinnen. Ach, schade. Leimer hat mich geleimt. Sané. Oh, schöner Pass auf Kane. Oh, schön geblockt. Ah, wir haben die Defensive, die Bayern-Offensive ein bisschen besser im Griff. Gabriel, jetzt schöner Pass raus auf Zinchenko. Der ist durch. Vieira. Martinelli. Ei, da bleibt er hängen, aber hat den Ball noch. Und schön eine Drehung, Jesus. Neuer. Nochmal eine riesendicke Chance. Meine Güte. Geht aber jetzt hieben wie drieben. Ecke Odegaard. Ah, der ist zu nah am Tor. Neuer keine Probleme mit. 64. Minute. Aufpassen da. Sané ist durch. Der ist schnell. Ah, schön von Zinchenko. Und sogar noch die Ecke vermieden. Sehr schön gemacht. Nur Einwurf. Muss ja lang. Oh, das Spiel. Aber das... Oh, fast das Foul im Strafraum. Martinelli, der ist noch fit. Nach seiner Verletzung natürlich fraglich. Kann er den Sprint hier machen. Sehr schön. Jesus! Nein. Der ist sogar noch drin. Weiter. De Ligt. Schöner Laufweg da von Martinelli. Ich sage ja, der ist gefährlich. Boah, die Grätsche hätte auch gut gehen können. Kane, Entschuldigung. Musiala. Boah, aufpassen jetzt da. Boah, nee, nicht die Grätsche. Falsche Taste, das hätte uns jetzt fast hier den Titel vielleicht gekostet. Zinchenko. Noch ist es nicht so weit. Nochmal auf Martinelli. Der ist technisch auch stark. Jesus. Wieder auf Martinelli. Der ist schön durch. Schön. Jetzt Mitte. Da muss er hin. Odegaard. Wir kommen nicht zum Abschluss. Sind da gut gestört worden.
Oh, jetzt ist Kane durch. Kane ist durch. Aufpassen, Kane. Oh, super von Saliba. Ah, die Ecke zwar noch, aber egal. Das war eine gute Abwehraktion. Sehr, sehr nice. Magritzter. Komm, Leute. Konzentration. Wir haben hier noch nichts gewonnen. Oh. Schön. Odegaard. Ja, schön. Jetzt raus. Schön. Oh, der Ball. Ja, kein Beiner wäre durch gewesen. Weiter, komm. Oh, schade. Manchmal kommt es sehr unverhofft hier. Aber es ist ein spannendes Finale. Sané, Kane! Oh, Raya hat ihn. Martinelli, sehr stark. Rice. Da Zinchenko auf der Seite. Ich dachte, es wäre wieder Martinelli, Rice. Ja, Vieira. Aber abseits. Schade. Da waren zwei Mann reingelaufen auf Vieira, komischerweise. 5 Minuten sind es noch. Wechsel. Coman geht raus und Serge Gnabry kommt rein. Serge Gnabry. Ganz ruhig hier. Die wilden Pferde spucken hier rum. So. Ah, oh, jawohl. Den haben wir. Aber der wird gehalten. Freischuss für uns? Nein. Ja, doch. Nein. Was habe ich denn gemacht? Ganz normales Tackling. Komm. 3 Minuten noch. Konzentriert hier weiterarbeiten. Kane! Und er trifft. Ich brech zusammen. 88., 89. Minute. Was für ein Pissschuss. Ich glaube, der ist es hier. Boah, was macht der Keeper da, Leute? Was macht der Keeper da? Ich wollte direkt umstellen hier. Das kann ja nicht sein jetzt hier. Das kann es jetzt nicht sein. Wir müssen hier jetzt einfach alles nach vorne werfen. Die Tiefe ziemlich hoch. Aufbau, schneller Aufbau, direkte Beste. Das haben wir alles gemacht. Was können wir jetzt noch tun? Boah, 1-0 Bayern. Und das so kurz vor Schluss. Wie ärgerlich ist das denn? Ist es mal wieder der typische Bayern-Dusel? Ich kann es leider nur so in den Mund nehmen, dieses Wort. 89. Minute. Hier sehen wir es nochmal. Ja, aber es ist ein Torwartfehler, ne? Also, wenn ihr nochmal hinguckt, ja, so doll ist der nicht also vielleicht fest, aber ziemlich zentral. Komm, Leute, weitermachen. Brauchen wir jetzt gar nicht sehen. Wir gehen natürlich voll auf die Offensive hier. Wir können nur noch nach vorne, Leute. Nur noch nach vorne. Martinelli. Aber da, wo sind die anderen? Wo sind die? Rice. Saka. Der wird vom Ball getrennt. Komm, Leute, noch ein Angriff vielleicht. Nein, so nicht. Nach vorne damit. Egal wie. Martinelli auf der linken Seite. Oh, Saka. Nein, da war er nochmal. Oh, Neuer holt ihn da raus. Was für eine gute Chance nochmal. Ist ja nicht so, dass wir es nicht können. So, jetzt alle nach vorne hier mit dem Außenriss. Versucht das. Neuer mit dem, oh, mit dem Ringfinger, würde ich sagen. Was für ein Scheiß. Aber Ecke nochmal. Ist unser Keeper vorne. Oh, da schmeißt er sich rein, aber das war's. Das war's. 5 Minuten Nachspielzeit. 3 mehr als musste. Nochmal eine Riesenchance vor Schluss. Und dieses 0-1, wie ärgerlich ist das? Wir haben es nicht geschafft. Aber wir haben uns tapfer geschlagen. Wenn man überlegt, was die ersten Phase, was die Bayern da für einen Druck gemacht haben, haben wir uns da gut draus befreit. Leider das Ding nicht machen können. Und dann so ein Krampenschuss von Kane entscheidet dieses Champions League-Finale und damit den Wettbewerb. Glückwunsch an Bayern München. Die feiern hier. Wir hätten es auch sein können. Hier der Titel, der Pokalübergabe. Schauen wir uns die Animation noch an und ärgern uns trotzdem. Das war möglich hier, dass wir da stehen. Da ist der Captain, der wird den Titel jetzt oder den Pokal jetzt kriegen. Bitter. Andere feiern zu sehen ist immer bitter.
Der sportliche Respekt ist da. Gut, Leute, mit diesen Bildern würde ich sagen, gehen wir hier raus. Spielinfo und so weiter brauchen wir uns nicht mehr angucken. Die Bayern waren schon besser. 22:6 Schüsse, gar keine Frage. Aber trotz alledem war hier trotzdem was drin. Der Wettbewerb ist vorbei. Sieger ist der FC Bayern München. Wir gehen jetzt mal hier rüber und gucken, ob wir noch die Statistik sehen. Genau, dass wir uns nochmal die Torschützenstatistik anschauen. Kane und Lewandowski mit 9 Treffern vor Immobile, Griezmann, Haaland mit 7. Und dann taucht bei den 6 Treffern auch Havertz auf, der uns leider in der Endphase sehr gefehlt hat, obwohl Vieira das natürlich auch nicht schlecht gemacht hat mit 6 Treffern. Wir gucken mal, wer dann noch kommt. 5 Treffer von Odegaard und Jesus. Da kommen nochmal 5 Treffer. Ah, das war er. Also, der hört dann da auf. Martinelli hier auch noch übrigens mit 5 Treffern. Der hat dann auch noch gefehlt in der Endphase. Ja, das war too much. Trotz alledem hoffe ich, dass euch dieses Format gefallen hat. Das Turnier ist vorbei. Wir schauen mal, was wir jetzt sonst noch so machen. Wie gesagt, im Spielstand und in unserem Hauptkanal geht es ja auch weiter mit Jordi Orsay Tutu, der zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo ich die Aufnahmen mache, noch beim VfL Bochum ist, aber wahrscheinlich den Verein verlassen wird. Umso besser ist, dass ich mit ihm nochmal zeige, was wir denn können. Und wir wollen ja hier besser werden und vielleicht gelingt uns das auch mit dem anderen Spielstand. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall mega. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und bitte wie immer, bleibt gesund. Ciao, ciao.